Situation, soweit außen. Sie muss an dieser Stange links vorbeispielen. Nur dann ist es wirklich eine Chance und Adlerhofer jetzt auch bei der Angabe. Und der Ball ist vorbei. Den Ball vorbeigeschlagen und die Stuttgarterin zeigte sofort an. Da war doch eine Schwerinerin dran. Die Schiedsrichter sehen das anders. 10:7 für den Schweriner Sportclub. Adlerhofer. Und Blanks Schlag geht zu weit. 11:7. Der Ball von Adlerhofer zu weit. Elf zu acht. Bland bei der Angabe jetzt. Parale aus dem Halbfeld. Schöner Block und jetzt haben die Schwerinerinnen die Möglichkeit hier. Schaus bleibt aber am Block hängen und jetzt der Schweriner Block. Steht nicht, aber der Ball ist drüber. Der Ball ist aus. 12:8. Patricia Thormann bei der Angabe. Oh, da hat Hanke den Ball noch rübergedruckt von Adlerhofer. Und dann den Ball, den Kaufeld noch rankommt, kommt Hanke dann nicht mehr ran. Das war an sich gut gemacht. Der Ball von Adlerhofer, da haben die Schwerinerinnen sich eigentlich schon darauf eingestellt, auch die Stuttgarterin, dass der Ball zurückkommt. Und Hanke drückt dann nochmal nach und bringt die Stuttgarterin dann in Schwierigkeiten. So, was kommt bei der Angabe? Und rübergegriffen. Übergriff von Hanke. 12:10. Nowakowska. Erneut bei der Angabe. 10:12 aus Stuttgarter Sicht. Und der Ball von Schaus zu weit. 12:11. Volker kriegt den Ball dann nicht unter Kontrolle. Der Ball geht aus und der Ausgleich für Stuttgart. Etwas mehr Durchschlagskraft hat jetzt der Angriff der Mädchen aus Baden-Württemberg. Und Schaus in den Block. Und Alexandersson steht da. Schultern zuckeln daneben und das kann nicht sein. 13:12 die Führung jetzt im vierten Satz für Smart Allianz Stuttgart. Trotzdem auch große Identität beim Trainer von Stuttgart jetzt auf seine Mädchen einzureden. Sie sehen ja wieder Tore Alexandersson. Nochmal Parale. Schöner Ball und der Punkt von Maya Parale und den Schweriner Sportclub. 13:13. Und der Wechsel raus, geht wieder raus
auf Seiten von Stuttgart. Und Bremer kommt rein. Und Denise Hanke mit der Angabe. Eine gefährliche Angabe. Schwerinerin bekommt den Ball noch rüber, aber nicht mehr ins Feld. 14 zu 13 für Stuttgart. Maren Brinker. Und Schaus ins Netz. Und das ruft den Fanclub des SC, den Fanblock, uns gegenüber auf den Plan. Sie feuern ihre Mädchen an. Sie brauchen das jetzt. 13-15 und einige Zuschauer lassen sich davon anstecken. Und schöne Finte gespielt. Übergegriffen, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt von den Schiedsrichtern. Und die technische Auszeit 16 zu 13. Tore Alexandersson hat nochmal alles ausgenutzt jetzt. Das war die vielleicht letzte technische Auszeit in diesem Spiel, aber vielleicht auch nicht. Denn es gibt Angabe Stuttgart und die Stuttgarter führen hier in diesem vierten Satz. Und Parale bringt den Ball mit Brachial durch. Mit brachialer Gewalt. Bringt sie ihn durch. 14 zu 16. Ja, Stuttgart führt hier im vierten Satz mit 16 zu 14. Liegt aber in Rückstand nach den Sätzen mit 2 zu 1. Sollten sie diesen Satz hier gewinnen, gehen wir in den Tiebreak. Satz Nummer 5. Und Schaus mit Angabe. Die Stuttgarterinnen kriegen den Ball nicht unter Kontrolle. Und so der Punkt für die Mädchen aus der Landeshauptstadt Schwerin. Brinker geht er jetzt aus dem Feld. Gravestein kommt wieder rein. Und Schaus mit der Angabe. Schön, da hat der Block gestanden von den Schwerinerinnen. Und jetzt den Ball gar nicht richtig getroffen von Bremer. Aber sie schlägt eben den Block an und von da aus geht der Ball ins Aus. Und das ist dann der Punkt für Stuttgart. 15 zu 17. Jetzt nochmal der Wechsel. Schaus geht nochmal raus. Und Retzlaff kommt auf die Platte. Angabe jetzt aber Pilar Jamecki. Oh, das war gut gerettet, darf. Den Ball vom Völker von Hanke gerettet. Parade. Alle da mit der Chance. Und jetzt Parade von außen. Klasse, Crossschlag. 16-17. Und die Faust von Janine Völker.
Berit Kaufeld mit der Angabe. Das war mit Ansage und da hat Kaufeld gut aufgepasst. Parade schlägt den Block an und der Punkt für den Schweriner SC. 17-17. Kurze Variante, Bland mit dem Punkt. War klasse gespielt. 18-17 für Stuttgart. Retzlaff wirkt unglücklich heute, auch bei dieser Angabe von Bremer. Und Auszeit genommen vom Schweriner SC. Natürlich, man möchte das jetzt gerne hier unter Dach und Fach bringen. Hier diesen vierten Satz gewinnen mit 3-1 das Spiel und somit ins Viertelfinale einziehen. Aber so einfach ist das nicht. Da ist noch ein Gegner und der hat heute viel gegenzusetzen. Haben nicht zuletzt auch auswärts gewonnen beim VfB Suhl mit 3-0 und führen hier im vierten Satz mit 19-17. Und haben jetzt die Angabe mit Franziska Bremer. Und er ist zu weit. Da waren sie sich nicht sicher. Der Ball fiel ziemlich runter. 18-19. Meier Parale. Eine gute Angabe. Aus dem Halbfeld. Völker hat den Ball. Alarova und der Punkt. Sie schlägt den Block an. Und der Ausgleich. 19-19. Parale. Bei der Angabe. Hat das Netz gestriffen. Der Block. Im Block Alarova. Thomann bleibt da am Block hängen. Und das war gut gespielt. Nicht einfach drauf gedroschen, sondern überlegt von Gravestein. 20-19 für Stuttgart und nochmal der Wechsel. Renke mal aus dem Spiel und Brinker kommt. Aber Angabe Flore Gravestein. War schlecht gespielt, aber Parale bringt den Ball noch rüber.